Ich kann mir vorstellen, dass auch wieder ein Monster kommt, sobald ich aus der Tür wieder rauskomme. Aha, hier sind Steine. Und daran kann ich mich auch noch erinnern. Das Gewebe ist ziemlich weich und sollte einfach zu öffnen sein, nämlich mit einem Stein. Giftdrüse. Braucht man nämlich noch. Mach doch nicht so laut. Das ist richtig fies. Und hier gibt es keine Tür. Dass es keine Tür gibt, finde ich richtig fies. Ich will nicht ins Wasser gehen. Ich glaube, ich gehe lieber nicht ins Wasser. Wo haben wir denn das Stück Kugel? Da hinten leuchtet so. Muss ja wohl ein Stück Kugel sein. Haben wir jetzt alle? 2, 4, 5. Ich weiß nicht, ob es 5 waren oder mehr. Ich bin mir nicht sicher. Der Verräter wusste nicht, was er von dem Messingbullen halten sollte, als er gezwungen wurde, hineinzusteigen. Erst als die brennende Hitze anfing, seine Haut zu versengen und sein Fleisch zu garen, begriff er, dass es sein Grab sein sollte. Seine Schmerzensschreie hallten in der Messingkammer wieder, drangen bis zum Kopf des Bullen. Draußen konnten die Männer den bronzenen Bullen brüllen hören. Ging das nicht irgendwie, dass hier... Ah! Hey. Ich wollte es nur testen. Nicht unbedingt die angenehmste Methode zu sterben. Verbrennen ist bestimmt nicht angenehm. Vor allem nicht, wenn man gar nicht direkt brennt, sondern erstmal nur vor sich hin garrt. Ich bleib mal ein bisschen hinter den Säulen. Aus gewissen Prinzipien. Ich höre kein Monster. Finde ich gut. Hat das hier auch irgendwann mal ein Ende? Habe ich die Tür zugemacht? Ich weiß es nicht. Wäre dumm, wenn, weil... Kann ich mich nicht mehr dran orientieren, ob ich schon drin war oder nicht. Ich muss auf jeden Fall da drüben hin. Da drüben ist noch eine Tür. Ich gehe wieder zur Wand. Mir nicht so geheuer, dort quer durch den Raum zu gehen. Auch wenn die Monster mich theoretisch nicht finden sollten. Da ist er ja.
Weiß denn der, wo ich bin? Oder ist er nur zufällig in meine Richtung gelaufen? Weg. Lol. Ich dachte ernsthaft, da hätte mich jetzt, weil ich ihn angeguckt habe, gesehen. Also nicht gesehen, sondern gespürt. Alter Falter, mach nicht so einen Mist mit mir hier. Jetzt würde es mich natürlich sehr interessieren, ob die Typen die ganze Zeit durch die Gegend laufen oder ob die auch verschwinden. Theoretisch verschwindet hier ja alles, ne? Theoretisch schon. Ich geh mal hier rüber. Ich geh mal hier lang. Denn? Also ich glaube, der ist nicht weg. Ach ja, okay. Der geht also auf der anderen Seite Patrouille. Ich kann mir vorstellen, dass auf beiden Seiten welche sind. Vielleicht folgt er mir auch. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich gehe einfach mal weiter. Nicht, dass er über die Brücke kommt. Mich kriegt. Fände ich nicht so gut. Warte mal kurz, bis die Musik wieder aufhört. Damit ich mir sicher bin, dass der Typ mich nicht verfolgt. Ist er weg? Ist schon sehr praktisch, dass die Musik mich warnt, wenn er zu nah dran ist. Hey! Ansonsten hätte ich ziemlich verkackt. Auch nicht angenehm hier. Ist das nicht so groß? Irgendwie gerade wie Hunde angehört. Bist du des Wahnsinns? Alter. Meine arme Maus. Okay, ich gebe zu, ich habe mich erschrocken. Also zum ersten Mal so richtig bei einem bei einer Situation, wo man auch wahrscheinlich erschrecken... Hallo? Erschrecken soll? Ich erschrecke ja normalerweise immer wegen allem. Nur nicht das, was vorgesehen ist. Blöde Kuh! Der Fälscher stand völlig still. Der Sarg war verschlossen worden, aber es drang noch ein schwacher Lichtschein ins Innere. Unzählige eiserne Spitzen waren auf ihn gerichtet. Sie glänzten im Licht und warteten nur darauf, dass er für einen Moment seine Haltung verliere. Er stieß sich am Knie und fühlte, wie das Blut sein Bein herunterlief. Vor Schmerzen fiel sein Kopf leicht nach vorn. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass er sich soeben sein Auge aufgespießt hatte und es nun auslief. Ich weiß, dass man sich da reinstellen kann.
Ich will's aber nicht. Blödkuh. Ich gehe wieder. So, ich hoffe, das Monster ist nur auf der anderen Seite. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob es auf die andere Seite als auf meine Seite gefolgt ist. Wäre uncool. Der kann meinetwegen ruhig auf der anderen Seite rumrennen. Außer natürlich, wenn ich wieder zurück muss. Aber ich muss sagen, die Säulen vereinfachen das doch ungemein. Weil stellt euch mal vor, das hier wäre einfach komplett freies Areal. Dann hätte ich es ja total verkackt. Ich glaube, dann hätte mich der Typ innerhalb von wenigen Sekunden. Oh. War jetzt aber kein Monster, oder? Altarraum, Eingang. Na Mensch. Ich guck mal, was da drin ist. Oder habe ich jetzt den Rundgang verendet? Ich weiß gar nicht, wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt wieder am Anfang? Ja, krass. Ich weiß nicht, ob ich alles habe, aber wenn, dann bin ich sehr froh darüber. Dann kann ich nämlich das getrost hinter mir lassen. Hey. 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 Mal gucken, was Agrippa dazu sagt. Vielleicht haben wir ja alles. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie sind mir die anderen Monster lieber. Weil die hören sich nicht so gruselig an. Und sie sind dümmer. Habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Ich habe das Gefühl. Hallo. I see that all the orb pieces you need. Ja. Yes. I know I have no right to ask anything of you. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vyr's target before attempting to mend the orb, there might still be a chance for you to save it. Please, my fate is in your hands. Jo. Habe ich denn überhaupt alles? Notizzettel. Nee, das nie. Nee. Giftige Pilze habe ich. Lebensessenz ist das Blut. Tamter. Achso, das ist die Sabber. Ja, dann habe ich ja alles. Aber wo kann ich das zusammenmischen? Das war mir schon klar. Ich glaube. Ja, ich gehe. Ich glaube, es gab so eine Art Labor oder so irgendwo, aber ich bin mir nicht sicher, wo. Wartest du irgendwo hier? Ach, das sind die ganzen Zellen. Dort irgendwo? Irgendwo gab es das. Alter. Ich weiß, dass da Monster rumrennen, und zwar die normalen, wenn ich mich recht erinnere. Wir gucken mal, ob die uns in Ruhe lassen.